Willkommen, Familie. Das ist unser neues Zuhause. Gefällt es euch, Mädchen? Dieser Ort ist toll, Mama. Die Drillinge scheinen glücklich zu sein. Das bedeutet, dass auch die Eltern glücklich sind. Mädels, seht euch doch mal um. Papa und ich müssen rausgehen. Die Drillinge sind so schlau. Du kannst dich immer auf sie verlassen. Warte, wo sind die Reparaturen und Möbel? Die Eltern haben uns ein neues Zimmer versprochen. Und dieser Ort ist ein totales Chaos. Ja, die Eltern haben es mit dem neuen Haus offensichtlich übertrieben. Aber es gibt immer noch einen Ausweg. Keine Panik, Mädels. Wir werden diesen Ort selbst in Ordnung bringen. Und du kannst dir Designideen im Internet anschauen. Was hältst du von diesem Projekt? Es sieht toll aus. Lass uns gleich loslegen. Und die jungen Bauherren sind sehr glücklich. Es gibt eine Menge Baumaterialien. Und fangen wir mit dem Wichtigsten an. Lass uns den Rahmen für das Dreifachetagenbett bauen. Und da kam ihr Papas Sägeunterricht gerade recht. Lucy und Megan werden den Rahmen zusammensetzen. Sie müssen daran denken, dass sie nicht zu viel abschneiden dürfen. Ein Maßband kann auf einer Baustelle immer nützlich sein. Die Mädchen arbeiten hart. Sie sind geborene Baumeister. Das ist es, was es bedeutet, ein echtes Team zu sein. Halt es mal, Lucy. Komm schon, Schwesterherz. Wir werden das hier einrichten. Und dieses Bild gehört hierher. Diese drei Schwestern sind so unterschiedlich. Das ist eine harte Nummer. Aber es sieht so aus, als wäre niemand verletzt worden. Der Rahmen für den Schlafbereich ist fertig. Beginnen wir also mit dem Aufbau der ersten Etage. Und wir werden diese Paletten brauchen. Wir haben diese großen Bänke. Kommt schnell, Mädels. Wir müssen reden. Wir werden ein Mini-Wohnzimmer im ersten Stock haben. Gute Idee, Polly. Wo fangen wir an? Lass uns einen Tisch für unsere beste Schülerin Megan machen. Die Basis ist schon da. Es muss nur noch gestrichen werden. Es sollte rosa sein. An die Arbeit, Mädels. An diesem Tisch kannst du deine Hausaufgaben machen und Teepartys feiern. Schön und praktisch. Wow. Und jetzt lass uns die Betten gestalten. Etwas Sperrholz, einen Hammer und Nägel. Mehr brauchst du nicht. Die Drillinge haben fast alles vorbereitet. Und jetzt wollen wir unser intelligentes Bett testen. Juhu, der Mechanismus funktioniert. Und weiter geht's in den zweiten Stock. Fangen wir damit an, diese Balken zu reparieren. Gut gemacht, Megan. Gut gemacht. Aber entspann dich noch nicht. Es gab eine dritte Etage im Projekt. Lucy und Polly werden jetzt alles machen. Gut, dass das neue Haus diese Matratzen hatte. Sie konnte nicht ohne sie auskommen. Du kannst jetzt in diesen Betten schlafen. In der Zwischenzeit kümmert sich Megan um die Tischdekoration. Das geht ihr gut. Aber die Schwestern haben Besseres zu tun. Sie entwerfen einen günstigen Aufzug für Lucy. Schachtdesign mit Kreppband? Das ist eine originelle Idee. Und das Metallrohr ist bereits an Ort und Stelle. Jetzt müssen wir es nur noch reparieren. Juhu! In den dritten Stock zu klettern ist ein echtes Abenteuer. Ich bin schon da oben. Lucy, da bist du ja. Hi! Aber es gibt noch viel zu tun. Weiter geht's. Diese Bänke sind furchtbar unbequem, nicht wahr? Lucy, sie müssen ein bisschen weicher werden. Folge mir. Und zu viele Kissen kann man gar nicht haben. Wow. Auf diese Weise ist es viel bequemer. Und Megan hat schon einen Schachtisch vorbereitet. Es sieht wunderbar aus. Wie wäre es mit einer Partie Schach, Mädels? Oh, das ist toll. Lass uns eine Pause machen und spielen. Und Polly bekommt die Weißen. Schach ist ein ernstes Spiel. Die Spannung ist kaum zu ertragen. Die Nerven liegen blank. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Und niemand kann Megan im Schach schlagen. Schachmatt, Schwester. Okay, keine Gedankenspiele mehr. Zeit, sich zu beschäftigen. Lass uns unser Bett streichen. Und lass jeden sein eigenes Design wählen. Megan wird eine weiße Fläche haben. Polly bekommt ein rosafarbenes Exemplar. Lucy hingegen entscheidet sich für schwarz. Die Arbeit ist in vollem Gange. Lucy hat bereits mit ihrem gewagten Entwurf begonnen. Und in der ersten Etage regiert die Zärtlichkeit. Aber die weiße Wand sieht ein bisschen langweilig aus, oder? Das ist genau das, was hier fehlt. Lass es uns sicherheitshalber mit Bolzen befestigen. Jetzt können wir an der Tafel zeichnen. Und Polly kann diese Leiter benutzen. Jetzt ist es so einfach, in den zweiten Stock zu kommen. Komm schon, Lucy, zieh! Hier kommt die fabelhafte Dekoration. Der Raum wird jetzt ganz anders aussehen. Oh, es ist schon so spät. Die Bettwäsche, das war es, was fehlte. Gute Nacht, Mädels. Das ist richtig. Es war ein sehr anstrengender Tag. Es ist Zeit, etwas zu schlafen. Wir klappen unseren Spieltisch zusammen. Absenken des Bettes. Und schon ist es fertig. Träum, Süßschwester. Hier ist deine Decke.
und ich gehe zu mir nach Hause. Die Drillinge haben heute einen guten Job gemacht. Aber die Arbeit wird am Morgen weitergehen. Noch ist nicht alles fertig. Der erste Stock ist der Wissenschaft gewidmet. Hier ist es jetzt so gemütlich. Megan kennt sich mit wissenschaftlichen Einrichtungen aus. Wissen steht an erster Stelle. Und im zweiten Stock fehlt es an Niedlichkeit. Lass uns die rosa Vorhänge hinzufügen. Und mehr Glitzer. Und wir werden unsere größten Idole an die Wand hängen. Und lass diese glänzenden Herzen die Einrichtung vervollständigen. Das Ergebnis ist rosa, weich und flauschig. Und der dritte Stock wird ein dunkles Königreich sein. Genau wie Lucy es mag. Aber ein bisschen Licht kann nicht schaden. Diese schwarzen Girlanden passen perfekt zum Design. Und ein paar Kleinigkeiten für die Harmonie. Es ist genau richtig gekommen. Kommt runter, Mädels. Wir machen eine Teeparty. Was für eine tolle Idee zum Frühstück. Wir sind auf dem Weg. Viel Spaß, Mädels. Köstlich. Du bist eine Wundertäterin, Megan. Mädchen, wir müssen nach dem Frühstück Hausaufgaben machen. Bereit? Natürlich, Schwesterherz. Hol deine Bücher raus. Megan ist unverbesserlich. Sie will einfach nur lernen. Aber es ist so langweilig. Psst, Polly, warum laufen wir nicht weg? Das würde ich gerne, Lucy. Leider sind alle Schüler weg. Hey, warte auf mich. Warum kommst du nicht auf einen Besuch in der zweiten Etage vorbei? Es ist so schön hier oben. Das sind Geschenke für euch, Mädchen. Probiert sie an. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Lass uns unser Make-up auftragen. Polly ist gut darin. Sogar Megan wird jetzt ihr Studium vergessen. Gefällt es dir, Schwesterherz? Oh, meine Güte. Das ist aber auch interessant. Danke, Mädels. Wie wäre es jetzt mit einem Besuch im dritten Stock? Die freche Lucy hat hier so viel Spaß. Fangen wir mit der Konsole an. Kommt schon, Mädels. Ihr könnt es schaffen. Kommt schon. Und es ist ein Unentschieden. Der dritte Stock ist die Spaßzone. Wie kann man ein Spielzeug teilen? Natürlich streiten wir darüber. Ups, er ist weggeflogen. Aber Megan wird dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Es ist ein interessantes Spiel. Geh in den Korb. Ich frage mich, wer wohl gewinnen wird. Lucy oder Polly? Mädels, hier sind eure Muscheln. Und wir beginnen das Spiel. Es ist so heiß. Und Lucy hat den ersten Punkt. Aber Polly gibt nicht so schnell auf. Ein weiterer Versuch. Es ist sinnlos. Lucy ist die Beste darin. Wir haben eine Gewinnerin. Und sie hat eine besondere Auszeichnung verdient. Das hier ist für dich, Schwesterherz. Für erstaunliche Treffsicherheit. Aber es wird auch Trostpreise geben. Polly hat sich nicht umsonst so viel Mühe gegeben. Lass uns eine kleine Pause von den Spielen machen und einen Snack essen. Megan macht gerade eine technische Pause. Wer isst die Leckereien? Teile es, Megan. Klar, Lucy. Bedien dich. Aber du kannst den dritten Stock nicht so einfach erreichen. Was ist zu tun? Wir brauchen sofort einen Mini-Aufzug. Es könnte nicht einfacher sein. Lass es uns am Bett befestigen. Verlässlichkeit ist das A und O. Und dann bauen wir einen Korb. Fang das auf, Megan. Der Aufzug ist bereits vorhanden. Wir müssen ein leckeres Paket für Schwesterchen vorbereiten. Erledigt. Zieh, Lucy. Oh ja, die Goodies sind schon da. Der Aufzug ist eine sehr nützliche Sache. Hey, Lucy, ich will auch Kuchen. Wenn du deine Süßigkeiten nicht teilen willst, lass dir einen lustigen Streich einfallen. Fang das, Polly. Und genieße es. Ein Schleim? Die klassische Lucy. Vielen Dank, Schwesterherz. Der Streich war ein Erfolg. Die Eltern sind endlich zurück. Mädels, wie seid ihr denn darauf gekommen? Das sieht toll aus. Du kannst dich auf die Drillinge verlassen. Aus einem verfallenen Baum machten sie einen dreistöckigen Palast. Mädchen, wir haben eine Überraschung für euch. Ihr werdet so aufgeregt sein. Das ist eure neue Schwester Cindy. Die Nachricht ist großartig. Sie werden ein viertes Bett bauen müssen. Aber die Drillinge werden es sicher schaffen.